Wir sind Hiob und V-Mann. Das war jetzt falsch. Das stimmt. Ja, sorry. Ich hab's gerade dabei. Yo, das ist Moloch Dilemma. Das ist Moloch Dilemma. Straight out of Leipzig. Ich moderiere das Snippet von Audio 88 und Jessin. Das neue Album heißt Nochmal zwei Herren gedeckt, bitte, und kommt am 29.01. auf Analog Alpha raus. Sein mein Alkoholproblem. Ich kann den Schnaps vor lauter Flaschen nicht sehen. Geh mir aus dem Weg, deine Einstellung ist von Grund auf beschissen. Dein Horizont enger als deine verfickten Hosen. Hol dir einen runter auf dein Vaterland. Stolz, deine Mutter bereut, dein Vater gekannt zu haben. Heute sagt sie, lern was Richtiges. Und du studierst Kunst, isst Sushi und versuchst so das System hintenrum zu bumsen. Das Lied heißt Ihr. Auf dem Lied geht's um euch. Und das ist nur für ihr. Und wir haben auf dem Lied viele Sachen gesagt. Und die meisten, eigentlich alle, meinen wir auch so. Außer das mit den Süßigkeiten. Aber lasst euch überraschen. Ihr habt's gehört. DJ Break You, gib ihm hart. Ich höre nur Antikon, ich höre nur, wie keiner mit dem Antikonflikt-Team spricht. Ich höre nur, wie ein paar versprengte Spanier versuchen, zu Viva la Revolution die passende Melodie zu finden. Und ihnen gelingt es auch. Guantanamera, ich meine Guantanamo Bay. Das nächste Lied heißt Pegel halten mit El Rey. Auf dem Lied versuchen wir, den Dämon Alkoholismus aus Jessin auszutreiben. Das war ein großes Problem während der ganzen Albumproduktion, dass Jessin nicht aufnehmen konnte, weil wir haben in seinem Bad aufgenommen und jedes Mal, wenn einer aufnehmen musste, hing Jessin neben der Toilette und kotzte neben die Toilette. Das gleiche wie immer, das gleiche wie immer, das gleiche wie immer. Bitte, mach mal noch eine Runde. Alter, halt dein Wort fest. Ich muss gut kotzen. Ich muss den Pegel halten. Alter, halt dein Wort fest. Ich muss gut kotzen. Ich muss den Pegel halten. Jeden Tag aufs Neue. Ich glaub, ich ändere mich nie. Ich wach auf mit Augenrändern so tief wie Derek's Furche. Ich befürchte, meine Fresse ist auch verhältnismäßig aufgedunst. Ich verdrüste. Primäres Ziel an Steuern, Pegel halten, Späti gehen, Jägis tanken, 10 Sternis holen, mit Zigarettenschachtel, Nahrung halten, yeah. Salat ist was für Hafen. Ich muss sagen, das ist uns nicht so gut gelungen mit dem Lied, diesen sozialkritischen Aspekt des Alkoholismus einzufangen. Dexter, Audio 88 und Jessin. Der saure Regen fällt nur da, wo er hingehört. Auf das Zuckergebäck neben dem Kaffeelatte. Die Vögel singen irgendwas von Störkraft. Aber keiner fühlt sich angehalten, die FDP zu wählen. Jeder Fallschirm geht heute auf. Und die Autisten diskutieren angeregt über Wittgenstein. Die S-Bahn-Fahrt in München ist heute sicher. Kein Handy filmt dich, wenn du gerade stirbst. Söldner melden sich arbeitslos und sammeln ehrenamtlich Flaschen für die Flaschensammler, die gerade im Urlaub sind. Thailand, Bangkok, Ficky Ficky, 20 Euro. Und erst ab 18, am 1. Mai bauen wir aus Pflasterstein ein Haus für die Hinterbliebenen der Polizeibeamten, die im Dienst ihr Leben gelassen haben. Und nichts ist in Flammen außer Duftkerzen. Also auf diesem großen Hit des Rap 2.0 ist auch noch Moloch Dilemma zu hören. Wir machen jetzt extra vorher aus, weil wir davon ausgehen, dass mindestens 30 Kids sich das Album wegen Moloch Dilemma kaufen und wir möchten nicht, dass sie vorher schon enttäuscht sind, weil sein Part so schlecht ist. Romans Equalizer ist scheiße eingestellt. Das nächste Lied heißt Sophie. Da geht's um ein Mädchen, die heißt Sophie. Und da haben wir über dieses Mädchen gesungen und
auf dem Lied sind Scratches am Ende drin. Pre-Q. Und das Lied ist auf der CD. Und The Beep hat den Beat gebaut. Die Gastronomie hat mehr Existenzen auf dem Gewissen als die Pharmaindustrie. Deshalb ist für mich Trinkgeld Geld, das ich gebe, wenn mir jemand dafür etwas zu trinken hinstellt. Und ich werde meiner Haltung treu bleiben, konsequent mit ihr schwanken, dafür sorgen, dass sie Deckel vollschreiben und nicht aufgeben, bis jedes Herrengedeck dieser Welt aufs Haus geht. Das nächste Lied auf dieser CD heißt Sandy und Justin. Wir haben uns überlegt, nach all dem Party-Rap, der uns bis in die Spitze gebracht hat, müssen wir auch endlich mal wieder zurückschauen, wo wir eigentlich herkommen. Sandy und Justin haben eigene Probleme, doch sind sie erst 16, gehst du ihnen aus dem Weg. Sandy und Justin fragen dich, hast du Probleme, und du gibst Sandy und Justin dein Portemonnaie. Sandy und Justin, Täter ohne Opfer. Sandy und Justin, Kinder des Wohlstands. Sandy, es ist kalt draußen, zieh die Jacke an. Nutella ist alle, wir holen mehr Brötchen auf dem Weg zum Amt. Da kannst du mit Mamas Handy spielen, und wenn du lieb bist, gibt's heute Mittag auch Ketchup mit Spaghetti, und du kannst Jacqueline einladen. Seit der ihr Papa weg ist, schläft er ihre Mutter doch immer so lang, und ihr geht ein bisschen spielen, ne? Unten beim Container, du weißt ja, Papa mag es nicht so laut am PC dran. Und lass die Finger von mein Tabak, den braucht Papa zum Stopfen, ist kein Spielzeug, hab ich tausendmal gesagt, nee. Du kriegst keine, hör mal junges Fräulein, bist du 14, bist raus und trinkst du mir nicht. Siehst ja, was mit deiner Schwester ist, kein Schulabschluss und Lehre tut zu haben, nix tut zu haben. Und heute Abend geht die Mama in ne Disco, Papa guckt Bayern und du bleibst auf dein Zimmer, nix, warum ist so? Ich sag nur letztes Mal, ja, wo Fußball war, letztes Mal, als Papa bisschen was getrunken hat, willst du nicht nochmal, oder? Siehst du also, zieh jetzt die Scheißjacke an, Papa hat Blutdruck, Sandy, zieh jetzt die Scheißjacke an. Wenn ich einkaufen gehe, explodiert der Asphalt. Ein massiver Terrorbeutel. Geil, ne? Ich will auch noch einen mit Flair haben. Oh. Ehrlich? Ich bin nee. Auch ein Mensch. Ja, irgendein muss ja die Kartoffeln nach Hause tragen.